wieder mal ein Technik-Review von einem Nicht-Technik-Experten, sondern von einem Unternehmer. Und ich bin jemand, ich habe früher extrem viel Papier verschwendet, extrem viel Papier verbraucht und ich habe auch Papier und Aufschriebe verloren und war unordentlich. Und eine der wichtigsten Fähigkeiten ist es als Unternehmer, dass man Ordnung hat, sortierte Gedanken hat, dass man alles beisammen hat, nicht so viel verschwendet und dass auch die Mitarbeiter deine Notizen entweder übertragen können, nutzen können, sehen können, teilen können. Und aus dem Grund habe ich jetzt hier das neue Surface Pro, wie ihr hier auch unschwer erkennen könnt. Ich bin ein richtiger Fan von so Tablets. Was ich schon mal von vorne weg sagen kann, ich habe auch schon das Huawei Tablet probiert. Ich habe auch schon hier das Surface Pro X, also dieses Surface X probiert. Und auch das Surface X fand ich nicht so gut, weil es einfach einen viel zu schwachen Chip hat. Und wenn ich wirklich arbeiten will mit dem Gerät, dann funktioniert es nicht. Und für mich sind die einzigen zwei Tablets, wo man wirklich sagen kann, hey, das sind Arbeitstablets, mit denen kann man wirklich was machen. Das sind für mich ganz klar das iPad und das Surface Pro 7. Und ja, das hat jetzt ein Surface Pro 7 Review, aber auch ein bisschen so im Vergleich mit dem iPad. Weil ja, das iPad ist vielleicht ein bisschen leichter, ein bisschen kleiner. Vielleicht auch ein bisschen schöner, aber was ihr auch jetzt hier sehen könnt, ich verwende auf meinem iPad fast ausschließlich OneNote. Das heißt, ich verwende eigentlich auf meinem iPad keine Software von Apple, sondern ich verwende eigentlich Software von Microsoft. Und nicht nur verwende ich Software von Microsoft, sondern ich verwende auch teilweise lieber Hardware von Microsoft. Ich habe alles von Microsoft. Ich habe das Microsoft Hub, das könnt ihr ganz da hinten sehen. Das ist das Microsoft Hub für ca. 15.000 Euro. Ich habe das Microsoft Studio 2 für ca. 6.000 Euro, was man so runterklappen kann. Und ich habe auch das Book und ich hatte auch das Surface Laptop. Aber ich finde, die braucht man beide nicht, wenn man das hier hat. Und wir machen jetzt gleich das Unboxing und dann werde ich euch die ganzen Vorteile zeigen von dem 7er gegenüber dem 6er. Das werden die Vorteile sein und ich werde auch die Vorteile zeigen gegenüber dem iPad, aber auch die Nachteile gegen dem iPad. Das heißt, wir machen jetzt mal das ganze Ding auf. Für Schwarzer Freitag halbieren wir alle Preise, alle Coaching-Preise. Check's jetzt ab, klick auf den Link und schau dir alle Schwarzer Freitag-Angebote an. Außerdem, Leute, es ist der erste Link in der Beschreibung. Mit chirurgischer Genauigkeit. So, zack. Und das allererste, was wir jetzt hier mal sehen, ist wirklich ein sehr schöner Bildschirm. So, also jetzt sehen wir schon hier, das gab es auch schon in Schwarz, das hier ist jetzt der Farbunterschied, okay? Und hier, was sehen wir hier für einen Unterschied? Da sehen wir gar keinen Unterschied, also immer noch alle. Ja, also für Kopfhörer. Dann gehen wir rum auf die andere Seite. Was sehen wir jetzt hier? Jetzt sehen wir hier einen maßgeblichen Unterschied. Und zwar, wir haben jetzt hier USB-C. Könnt ihr das sehen? Wir hatten da vorne einen Anschluss, den kannte ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte keine Ahnung, was das überhaupt für ein verdammter Anschluss war. Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall, hier haben wir jetzt endlich USB-C. Also schon mal ein großer Vorteil USB-C. Was passiert denn, wenn wir jetzt hier aufmachen? Das ist jetzt immer noch gleich. Und ich kann schon eine Sache sagen. Ich würde sagen, die Größe ist gleich, der Formfaktor ist gleich, das ist gleich schwer. Jetzt sehen wir mal das im Vergleich. Das hier ist ein bisschen größer, aber die Bildschirme sind ungefähr mehr oder weniger gleich groß. Ja. Also, man muss jetzt Folgendes noch beachten. Und zwar, wir haben jetzt hier so ein paar, ja, Beschreibung drin und ein paar Sticker und hier haben wir noch die Ladekabel drin. Okay, das ist also der Lieferumfang. Das nächste ist, es gibt das ja auch in unterschiedlichen Konfigurationen, also ähnlich wie das iPad von der Leistung her. Also kann man auch ein i7 reinmachen aus 16 GB RAM etc. Und man muss auch noch Folgendes beachten zum Preis noch dazu. Die sind preislich eigentlich relativ ähnlich. Ja? Man muss dann noch hier dieses Keyboard hier mit dazu nehmen und man muss diesen Stift mit dazu nehmen. Jetzt möchte ich zuerst mal ein paar Sachen sagen zu dem ganzen Thema Stift und Keyboard. Also es ist erstens so, dieses Keyboard hier
ist fast wie ein echtes Keyboard. Es ist richtig, richtig gut. Also dieses Keyboard hier ist viel besser als das Keyboard beim iPad. Das iPad-Keyboard ist eigentlich mehr oder weniger für die Tonne. Und dieses Keyboard, das hier ist richtig, richtig gut. Also das heißt schon mal, hier ganz klarer Punkt für Surface. Das nächste ist der Stand. Der Stand ist hier schon mit integriert. Das heißt also, ich kaufe das Ding und ich habe schon einen Stand. Und zwar einen Stand in alle Richtungen. Also schaut euch mal das an. Ich habe hier einen Stand und der hält auch wirklich genial. Also der Stand hier, ist der absolute Wahnsinn. Und wenn ich das beides jetzt hier so zusammenklappe, zack, ja, dann habe ich hier eine richtig top Kombination. Und ich muss auch sagen, das sieht auch richtig sexy aus. Also dieses Gerät muss sich nicht verstecken, finde ich, optisch vor diesem Gerät hier. Das schon mal vorneweg. Also der Stand, und jetzt haben wir hier, es ist viel schlechter mit dem Stand. Das ist alles so, also der Stand ist nichts. Dann, was haben wir jetzt hier? Der Stift hier, ja, der bleibt magnetisch dran kleben. Ist jetzt hier das Ähnliche. Nur was finde ich jetzt hier an diesem Stift hier besser? Also was gefällt mir jetzt schlussendlich an diesem Surface Stift hier besser? Ich kann es ganz einfach sagen, und zwar, erstens mal, der ist nicht so lang. Ich weiß gar nicht, also das ist wie schon fast bei so chinesischen Essstäbchen. Also der Stift ist einfach zu lang. Er ist einfach zu lang. Das ist mal Punkt 1. Dann Punkt 2, der Stift hat hier hinten keine Funktion, keinen Radierer. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich weiß nicht, also es wäre doch nicht schwer gewesen, dass man hier hinten radieren kann. Kann man nicht, so. Und dann hier, hier kann man einfach radieren, das ist richtig genial. Man hat auch hier was zum Drücken, also noch eine weitere Funktion. Plus, das hier ist so ein hartes Aufsetzen. Das ist wirklich so ein hartes Aufsetzen. Außerdem, Leute, schreibt mir mal kurz in die Kommentare, was findet ihr, schaut sexier aus? Dieses Ding hier oder dieses Ding? Also ich finde wirklich, also ich finde fast schon, dass das Microsoft-Gerät besser ausschaut. Ich finde beide Geräte toll. Ich muss auch sagen, wirklich das iPad, das hört sich jetzt so an, als ob ich das iPad irgendwie dissen würde. Natürlich absolut nicht. Also das iPad ist natürlich super, keine Frage. Also was ihr hier sehen könnt, Leute, ist Folgendes. Und zwar, das hier ist jetzt bei beiden der normale Modus für Tablet. Das heißt also, ich habe jetzt hier meine ganzen Apps drauf und ich vor allem, ich bin jemand, ich schreibe ja jeden Tag sehr viel und ich muss alles geordnet haben. Deswegen ist es für mich viel besser als beispielsweise hier Notizen. Notizen, das ist für mich wirklich nicht, nicht so gut. Deswegen, ich habe hier OneNote. Dazu kommen wir gleich. Aber der Punkt ist der, ich habe jetzt hier nur diesen normalen Modus. Und der sieht jetzt eben hier im Tablet-Modus so aus. Ich habe quasi hier meine ganzen Apps wie ganz normal auf dem iPhone. Ja? Ich habe jetzt auch hier ganz normal meine Apps auf dem iPhone. Und so schaut es auch hier aus. Und beim Surface ist es eben ein bisschen anders. Hier schaut halt Fotos aus wie halt so eine Kinderfigur. Und hier schaut Fotos halt wirklich aus wie Fotos. Und dann gibt es auch die unterschiedlichen Apps. Dann sehe ich halt hier zum Beispiel da meine unterschiedlichen Apps. Also die Oberfläche und die Oberfläche, die sind relativ ähnlich. Nur schaut das halt ein bisschen mehr erwachsener aus. Und dann gehe ich jetzt hier drauf auf meinen OneNote. Ja, mach loslegen. Zack, und dann kann ich jetzt hier schreiben und ich muss einfach sagen, dass dieses Schreiben, ich finde einfach dieses Schreiben angenehmer sogar als dieses Schreiben hier. So, ich finde einfach, hier ist das Schreiben angenehmer als da. Paul, ich würde mal sagen, du testest es selber auch mal, Paul. Sorry, dass ich kurz beim Video störe, aber ich halbiere gerade alle Coaching-Preise für mein Jahrescoaching und vieles mehr, wie man die Schritte lernt, um im Leben erfolgreicher zu werden, mehr Geld zu verdienen, glücklicher zu sein, mehr Energie zu haben. Klick hier drauf und schau dir unbedingt die aktuellen Angebote an. Außerdem, Leute, es ist der erste Link in der Beschreibung. Hallo? Und jetzt schreib einfach mal hier, da musst du den Stift hier nehmen. Das ist ganz anders, also das ist viel weicher. Also das, genau, das ist viel weicher, ja. Volles Feedback so. Genau. Was fällt dir besser persönlich?
Also ehrlich gesagt, das also schon auch, ja. Mir gefällt, Leute, wirklich das hier deutlich besser. Und was kann ich jetzt hier auch machen? Ich kann jetzt hier auch einfach radieren. Das heißt, ich kann hier ganz einfach radieren. Okay? Und das kann ich jetzt hier mit dem, kann ich nicht einfach umdrehen und radieren. Was ich hier machen muss, ist, ich muss hier doppelt drauf drücken, also ein Double Tap, und dann kann ich radieren. Also ich finde hier das Schreiben besser, mir gefällt die Microsoft Software besser, ich verwende auch auf dem iPad die Software von Microsoft. Also ja, für mich ist einfach dieses Gerät hier besser. Aber der einzige Unterschied zwischen dem 7er und dem 6er ist eigentlich wirklich nur, ja, dass es hier USB-C gibt. Das war's eigentlich. Also das Design ist eigentlich das gleiche. Also ein Wechsel ist aus meiner Sicht absolut nicht notwendig. Man muss absolut nicht vom 6er auf 7er wechseln. Ich persönlich habe es nur gemacht, weil beim 6er gerade kürzlich mein Display kaputt gegangen ist. Und bevor ich jetzt mir einen neuen Display kaufe, habe ich mir jetzt einfach das 7er gekauft und ich wollte es halt in Schwarz und nicht mehr in Silber. Also, iPad, schön und gut, vielleicht für Media-Benutzung, vielleicht weil es jetzt hier kleinere Ränder hat, aber allgemein, ja, iPad für mich persönlich, nein, danke. Ich werde es nicht mehr verwenden, das gebe ich jetzt wieder an einen Mitarbeiter ab. Und ich persönlich verwende ganz klar mein Surface, weil ich das einfach deutlich besser finde. Und das nächste ist eben auch, ich kann jetzt hier drauf gehen, zack, hier, und kann das Ganze vom Tablet-Modus umschalten in, gehen wir mal hier raus, wirklich in den richtigen Computer-Modus. Das heißt, ich bin also jetzt gehe ich hier mal auf weg, ja, drücke ich das jetzt alles hier weg, zack, zack. Jetzt bin ich hier wirklich in einem richtigen Windows-PC. Das heißt, ich habe jetzt hier wirklich einen richtigen Windows-PC mit dabei, ja. Zack, ich gehe jetzt hier auf meine Browser. Ich kann hier alles runterladen. Google Drive. Ich kann hier Spiele drauf spielen. Ich kann hier wirklich alles machen. Und ich habe jetzt einen vollwertigen PC für unterwegs. Okay? Und ich habe, wenn ich jetzt hier wieder umschalte, zack, zack, Tablet-Modus. Ja, jetzt habe ich eben wieder mein Tablet. Also ich habe ein Tablet und einen PC. Für mich persönlich ist es zum Arbeiten viel besser, zum Schreiben viel besser. Allgemein für mich gibt es keinen Vergleich. Der einzige Sinn für das hier ist wirklich, wenn man Apple-Fan ist, wenn man komplett auf das Apple-Ökosystem zurückgreifen will und vielleicht irgendwie für Mediakonsumation, weil halt da vielleicht ein paar Apps besser synchronisiert sind für Mediakonsum. Allgemein war es das jetzt von mir. Wer mehr wissen möchte, also auch bei Handys, ja, warum verwende ich jetzt dieses Handy hier? Ich verwende dieses Handy hier, weil ich eben auch schreiben möchte. Ich möchte schreiben, ich möchte Notizen nehmen und ich möchte auch multiple Apps offen haben können währenddessen. Und deswegen verwende ich eben nicht nur hier das iPhone, ja, sondern ich verwende eben deswegen auch dieses Samsung Note. Das war's jetzt von meiner Seite. Wer mehr Informationen haben will, allgemein nicht nur zu den Geräten, sondern auch zum Thema Business. Wie kann ich mich besser vermarkten? Wie kann ich meine Umsätze steigern, mehr Geld verdienen? Allgemein das Thema Live-Building. Der schreibt einfach hier eine WhatsApp hin und kommt dann mit meinem Team in Kontakt. Wir helfen Leuten in allen Business-Ebenen und deswegen wäre es auch wahrscheinlich extrem sinnvoll von dir, dass du den Business-Test machst, wo du zwei Sachen erfährst. Erstens mal, welcher Unternehmertyp bin ich? Welche Business-DNA habe ich? Und auf welchem der vier Business-Level bin ich? Und wie finde ich den Einstieg ins Business, beziehungsweise wie kann ich mein aktuelles Unternehmen, meine aktuelle Selbstständigkeit skalieren? Das heißt also, wie komme ich in die nächste Umsatzebene, in die nächste Marketing-Ebene, die nächste Produkt- und Dienstleistungskategorie? Mach den kostenlosen Test, schau es dir an. Er hilft Leuten einfach deutlich besser unternehmerisch voranzukommen. Das war's von meiner Seite aus. Euer Karl. Ciao. Hi, ich bin der Florian und bin nun seit gut 2 Wochen beim Karl in der Privatgruppe. Und ja, was hat sich geändert? Ich bin viel fokussierter, konzentrierter und viel, viel strukturierter als vorher. Mit den Ernährungstipps vom Karl habe ich es geschafft, dass ich endlich wirklich wach und fit durcharbeiten kann und
ja nicht mehr diese Tiefs wie vorher habe, diese Müdigkeitstiefs und einfach viel, viel produktiver bin. Und ja, mir ist gelungen, in diesen 2 Wochen 3 neue Vertriebspartner, also ich bin im Network Marketing tätig, zu gewinnen und habe gleichzeitig den stärksten Monat, was den Eigenumsatz angeht. Und ja, ich bin wirklich begeistert. Kann es jedem nur ans Herz legen, der Privatiergruppe beizutreten und einfach den Mehrwert für sich rausziehen. Und ja, wer nicht mitmacht, ist selber schuld. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und viele Grüße. Macht's gut. Hi Karl, du hast ja gefragt nach den Videos über unsere Entwicklung. Und ich habe mir gedacht, ich nutze einfach mal die Möglichkeit und schicke dir hier ein Video. Mein Name ist Paul, ich bin 18 Jahre alt und ich mache dieses Jahr mein Abitur. Und meine Entwicklung ist in dem Sinne abgelaufen, dass ich ein Mensch war, der sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein hatte. Ich bin zur Realschule gegangen, ich war extrem dünn, ich war handysüchtig, ich habe den ganzen Tag eigentlich nur noch am Handy gesessen, war voller Ängste, vor allem Verlustängste, ich hatte Angst, die Menschen, die ich liebe, zu verlieren. Und natürlich hatte ich 0 Euro Einkommen, also ich hatte wirklich nichts, womit ich Geld verdient habe, habe eigentlich jeden Monat kein Geld gehabt. Habe dann letztendlich die Entscheidung getroffen, aufs Gymnasium zu gehen, um dort mein Abitur zu machen, einfach weil das der schwerste Weg war hier im Umkreis und ich mich einfach einer neuen Aufgabe stellen wollte und allen zeigen wollte. Habe angefangen, dann deine Videos zu schauen, zur Motivation einfach, um durchzuhalten, weil es am Anfang wirklich sehr mühsam und sehr schwer war und ich nicht so gute Noten geschrieben habe. Habe dann letztendlich wegen deinen Videos angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe Ferienjobs gemacht, habe dann kurzzeitig auch 3 Ferienjobs auf einmal gehabt. Habe mir gutes Geld verdient, habe mir dann angefangen, die Privatiergruppe von dir zu holen, weil ich mir dann auch leisten konnte. Und dann ist es eigentlich wirklich losgegangen. Dann habe ich angefangen, wirklich zu sparen. Ich habe auch in der Schule angefangen, freiwillig Präsentationen zu halten, um einfach dieses Selbstbewusstsein zu gewinnen, das ich am Anfang vor allem nicht hatte. Ich habe mir sehr große Ziele gesetzt. Ich möchte mit 24 Millionär sein. Ich lese sehr viele Bücher. Ich lese aktuell auch das Buch von Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit, weil ich gemerkt habe, dass es wirklich wichtig ist. Du hast mich auch motiviert dazu, Marathon zu laufen. Und zwar hast du ja auch über David Goggins gesprochen, den ich mir auch regelmäßig angucke. Ich werde, bevor ich 19 bin, noch einen Marathon laufen. Ich habe auch vorgestern die ersten 27 Kilometer hinter mich gebracht, beziehungsweise bewältigt. Ich bin mittlerweile wirklich daran, mir ein gutes Einkommen aufzubauen. Ich bin aktuell aber jedoch immer noch auf der Suche. Habe schon angefangen mit Network Marketing. Ich habe relativ schlechte Erfahrungen damit gemacht, habe aber dadurch einen Glaubenssatz verfestigt, und zwar den Glaubenssatz, dass ich niemals aufgeben werde, niemals, und mein Ziel erreichen werde. Das habe ich auch von dir gelernt. Ich habe meine Glaubenssätze umgestellt und auf Erfolg programmiert. Ich habe seitdem auch wirklich gute Noten geschrieben, habe meine ersten Einser auf dem Gymnasium schreiben können und habe meine größte Angst überwältigt, weil ich mir gesagt habe, ich werde nächstes Jahr ins Ausland gehen. Ich werde nächstes Jahr ins Ausland gehen, beziehungsweise weg von zu Hause. Und werde da mein Glück probieren und einfach mich stellen, mich der Sache stellen, vor der ich am meisten Angst habe. Also lieber Karl, oder wenn man sich anfängt aufzunehmen, die Leute glotzen an. Ich wollte ein Feedback geben zu der Coaching-Privatiergruppe. Das Beste, was ich machen konnte, seitdem geht es nur noch bergauf. Und ich habe gerade einen Mega-Auftrag für mich abgeschlossen. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Danke, scheiße, ich soll ja nur noch ein paar Sekunden reden. Wie man Unternehmen aufbaut, Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Ernährung, bla bla bla. I love you. Jo Karl, servus, hier ist Jörg aus deiner Privatiergruppe. Ich wollte dir dein Feedback-Video dalassen. Also kurz meine Story. Ich bin Familienvater, 42 Jahre alt, wohne hier mit meiner Frau, meinen 2 Jungs in Poing bei München. Ich bin freiberuflicher Grafiker, also Grafikdesigner von Beruf, lange Zeit, 17 Jahre lang. Warum habe ich dein Coaching gebucht? Und zwar habe ich bis vor kurzem in einem Blockchain-Startup gearbeitet. Spannende Zeit, aber da es international war, auch so 24/7 ausgelegt, das Ganze. Und das hat meinen Tagesablauf so ein bisschen durcheinander gewirbelt. Wenn ich jetzt zurückblicke, war es natürlich ein bisschen mutig, voll all in zu gehen, ne, irgendwie so, weil ich habe meine Kunden in der Zeit, meine Basiskunden sehr vernachlässigt, und das war jetzt eigentlich auch mein Problem, als ich im Sommer rausgekommen bin, weil das Startup geschlossen hatte, hieß es für mich eigentlich etwas unkomfortabel, vor einem Scherbenhaufen stehend Neukunden akquirieren. Und so komme ich jetzt zu deinem Coaching. Was hat mir das gebracht? Ich konnte mir in Windeseile wieder Struktur zurück in meinen Tag holen und mich schärfen, ne, irgendwie, also
von Morgenroutine, meinem Sport, Priorisierung, Entscheidungen treffen, hatte ich ganz viele Tools, die mir jetzt irgendwie schnell wieder in die, ich würde sagen, in die Spur geholfen haben, um wieder anders aufzutreten, einen Rhythmus zu haben und auf Kunden zuzugehen. Und genauso habe ich es getan. Und das hat mir jetzt in Windeseile wieder einen relativ vollen Terminkalender beschert. Und dafür möchte ich dir danken. Ich weiß jetzt nicht die mega Vorher-Nachher-Story, aber ich finde die Entwicklung in so einem kurzen Zeitraum fand ich jetzt für mich wahnsinnig positiv. Und ja, wollte ich einfach mal so da lassen. Alles Gute, Jörg. Ciao. Hi, ich bin Desi, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Stuttgart und ich bin seit gut 2 Monaten jetzt beim Privatier-Coaching von Karl S. dabei. Und ich muss sagen, ich war anfangs ein wenig skeptisch, denn ich habe dieses Jahr bestimmt schon 10, 20 gratis Live-Webinare im Internet mitverfolgt. Dann dachte ich so, okay, KLS Live-Webinar gucke ich mir mal an, wird wahrscheinlich wieder sowas sein, aber okay. Und dann war ich aber so positiv überrascht, weil ich 2 Stunden lang so wertvollen Input bekommen habe, den ich direkt in die Praxis umsetzen konnte, dass ich mich eben gefragt habe, okay, wenn ich jetzt so einen großen Mehrwert für quasi kein Geld bekommen. Wie wird es dann sein, wenn ich so einen kleinen, und das ist ja wirklich nicht viel Geld, aber so einen Betrag von 360 Euro in die Hand nehme und da investiere? Und ich muss sagen, bis jetzt bin ich wirklich positiv überzeugt und ich kann es auch jedem von euch weiterempfehlen, da ihr aufgrund der wöchentlichen Calls, die Karl mit uns macht, quasi direkt Tipps für die Umsetzung in die Hand bekommt und sogar jede Woche Hausaufgaben bekommt, dass ihr gar keine andere Möglichkeit habt, als da einfach dran zu bleiben und jede Woche an euch und eurem Business zu arbeiten. Und was ich halt auch mega cool finde, dass Karl sich für jede einzelne Frage, die gestellt wird, eben Zeit nimmt und persönlich im Call auf die Frage eingeht. Und das hat mir persönlich halt auch schon mega weitergeholfen, einfach auch in dieser Community drin zu sein und so zu merken, okay, es gibt viele, die stehen gerade am gleichen Punkt wie ich, haben vielleicht sogar das gleiche Business. Und mit diesen Leuten kann man sich eben auch in der Facebook-Gruppe connecten. Und das gibt mir einfach mega den Mehrwert. Und ich finde, ich würde sogar mehr Geld dafür bezahlen. Aber ich bin froh, die Entscheidung für mich getroffen zu haben. Und ich kann dir auch nur empfehlen, triff die Entscheidung. Es kann entweder nur eine gute Entscheidung sein oder halt eine nicht so gute, aber trotzdem hast du was draus gelernt und mehr als 350 Euro dabei verlieren kannst du nicht, also mach es.